Ein Bruder bat aber Ammonas, sag mir ein Wort. Der Altvater antwortete ihm, geh und lehre deinen Gedanken zu tun, was die Übeltäter tun, die im Gefängnis sitzen. Jene fragen die Menschen ständig danach, wo der Richter ist und wann er kommt, und in Erwartung seines Kommens weinen sie. Gerade so soll der Mönch immerzu auf seine Seele achten, indem er sagt, wehe mir, wie werde ich vor dem Thron Christi erscheinen und wie werde ich mich rechtfertigen? Wenn du jederzeit solches im Sinn bewahrst, kannst du gerettet werden. Wenn man eine solche Begebenheit hört, liebe Schwestern und Brüder, ich weiß, wir sind so cool, dass wir innerlich den Kopf darüber schütteln. Sagen, Gott, was ist schrecklich, dieses Christentum. Dieses permanente Zerknirschtsein und Herumheulerei, das haben wir Gott sei Dank alles hinter uns. Wir entsetzen uns innerlich darüber. Sie müssen es ja nicht verraten, aber so ganz weit weg sind diese Gedanken nicht von uns, oder, wenn wir das hören. Nun können wir uns herausreden und sagen, gut, wir sind ja keine Mönche, müssen wir also nicht tun. Wenn wir diese Begebenheit aus der Wüste dem Propheten Joel vorgelesen hätten, der fände das großartig. Der würde uns sagen, ja, das ist genau meine Botschaft. Das ist genau, was ich sagen will. Denn dieser Prophet des vierten vorchristlichen Jahrhunderts lässt alles darauf ankommen. Es passiert eine Katastrophe nach der anderen, aber selbst Israel kapiert es überhaupt nicht, weil es diese Katastrophen verlernt hat, in Verbindung mit Gott zu bringen. Und selbst wenn man jetzt keine große Schwarzmalerei im Sinne einer theologischen Schwarzmalerei betreibt, dass es darum geht, den Tag Gottes zu erwarten und uns vorzubereiten auf sein Gericht. Ich will gar nicht wissen, wie viele Lichtjahre das von unserer Verkündigung derzeit entfernt ist. Es mögen andere, wir reden ja da sehr leicht und locker drüber, ach wie schrecklich, diese ganzen Gerichtspredigten, die es immer, ich weiß gar nicht, ob es die jemals so heftig gab. Vielleicht bei einigen Volksmissionen. Und ich frage mich im Nachhinein wirklich, hat es so vielen geschadet oder hat es Menschen aufgeweckt? Nichts anderes tut der Prophet Joel. Und wenn wir Jesus richtig zuhören, gelingt es auch ihm zuweilen, mit erschreckenden Bildern uns aufzuwecken, uns neu zu orientieren, uns daraufhin auszurichten. Ganz weit weg von dem, was das Evangelium meint, ist dieses Wort des Abbas Ammonas wahrlich nicht, ob wir Mönch sind oder nicht.